Du ein Backflip. Steuerung, PC, Pfeiltasten. Ja, hier ausrichten. Sixt! Jetzt? Ja. Rechts. Vielleicht. Oh oh. Spring! Ah, spring du! Hab ich doch! Ist es so träge? Ja. Ach Gott, ey, das ist ja lächerlich. Das nennt man Spiel. Ich drück auf die Seite zum Rüberspringen. Was macht er? Wo springt man auf der Taste? Nein, gar nicht. Da nach oben, da nach unten. Bescheuerst du das Ding überhaupt? What? Da wo du aber normalerweise auch so machst. Ach, da musst du die Taste drücken, damit du... Nein, die Steuerung ist... Das Ding ist quasi zum Aktivieren VR. Ey, wie dumm ist das denn, ey? Vielleicht kann man sich das umcontrollen, aber... Ey, weil... Das Controls, ja. Xbox, ist das einfach nur... Das einfachste wäre doch... Schau mal, da... Das wird auch schon wieder scheiße. Das ist doch dumm, warum sie nicht da gemacht, raufgeht und runtergeht, dann springen und aktivieren. Keine Ahnung. Leute, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht so schnell in den Tasten. Alter. Jay, du bleibst ja da, weil du eben noch gerade hochgegangen bist. Mhm. Und jetzt halt musst du ja da wieder runtergehen und auf diese Taste. Ja. Wenn du das jetzt aber schon machst, dann bist du im Arsch. Ah. Okay. Oh Gott, Piss. Sehr gut. Ich bin auch ein bisschen... Ne? Ja. Spring doch mal nicht so. Warum geht er nicht vorwärts, während er springt? Ja, weil ich noch die Taste habe. Und wenn ich die Taste aber schon eher mache, dann klettert er so behindert drüber. Ja. Ah. Ey, das ist das Einfachste auf der Welt, bei der Xbox während dem Laufen zu springen. Und da musst du ein halbes Fingerkamasutra dafür machen, ey. So. Jetzt denke ich mal links unten und dann wieder rechts rüber, oder? Mhm. Das wird zu spät sein. Das wird. Yay! Ah. Da macht er die Gymnastikübung in der Fall. Auf den Speicher unten, ja, war ja klar. Oh Gott, ist das nervig. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Du musst aber Anlauf nehmen, weil sonst schaffst du es nicht hoch. Das wird nix. Spring. Jetzt lauf auch. Ne, okay. Lauf. Du musst springen, während das Ding noch weiß ist. Jetzt. Jetzt gleich nach rechts. Wow. Alter, du bist der Food Ninja. Jetzt check ich aber gerade den Regen nicht. Der Regen fliegt nach oben. Okay. Hä? Aber schau mal, der Regen fliegt nach oben, aber Tropfen tut's nach unten, wenn es da läuft, das Ding trifft. Das sind die Sätze der Physik, die sich mir nicht ganz erschließen. Sehr gut beobachtet. Was muss ich hier machen? Sterben? Ah, wieder Supersteuerung. Oh. Wow, das hört auf. Ich bleib lieber mal da. Okay. Es ist trotzdem, ich hätte die Kiste vorüber schieben müssen, oder? Jo. Es ist aber, ich bin jetzt, wenn sie was umsetzen und dann ist es echt eine Verkrüppelung von dem Spiel mit der Steuerung. Das war's wie bei Strategiespielen auf der Konsole. Das ist das gleiche wie Halo auf dem PC. Eine weitere Ausführung dieses Themas können Sie beim Day One Plauschangriff Strategiespiele 1 und 2. Mit ungefähr 5 Stunden. Jo. Wer Game One nicht guckt, gucken, sonst weiß ich nicht. War nicht lustig, aber egal. Jetzt laufen wir noch schnell wieder zurück. Wieso zurück? Ja. Ach so. Naja. Boah, das tut richtig weh. Aber er hat sich schön an. Oh. Ich hätte wieder zurück müssen, aber das hätte mir auch nichts gebracht. Ja, natürlich. Ja, aber dann habe ich die Kiste drüben. Ja, dann kommt sie da auch wieder rauf. Ja. Ja. Und dann? Dann läufst du ganz schnell und musst keine Kiste schieben und bist du noch langsam. Du schiebst halt erstmal zur Mitte, dann wartest du, bis es wieder ausgeht, dann schiebst du es nochmal weiter bis zum Schluss. Liebe Zuhörer, wer von euch war denn auf der Gamescom und was waren denn eure Lieblingsspiele oder eure Flops oder war überhaupt irgendwer irgendwo? Halo war scheiße. Ja, halt die Fresse.
Oh, also dafür. Ja, dafür gibt's den. Gleich als nächstes den Fail. Ich glaube, nächstes Jahr fahren wir zusammen zu Gamescom. Respekt. Wir alle. Was muss ich jetzt gleich nochmal machen? Ja, mit unserer Klasse. Also, ja, das was muss ich jetzt wohl machen? Ich habe keine Ahnung, ich sterbe. Ich habe doch gesagt, jetzt mache ich gleich noch einen Fail. Ich hätte rübergehen müssen? Nein. Ja, du hattest gerade ganz schön viel Zeit, dass du noch schnell hinschieben müssen, dann wärst du schnell rübergejumpt, über die Kreissäge noch drüber gejumpt und dann wärst du wieder runtergeflogen, wenn das Ding ausgegangen wäre. Leute, irgendwas ist mit unserem Telefon. Warum? Weil in der Mitte normalerweise noch was anderes. LOL. Jetzt würde ich mich. Nein, jetzt würde ich mich. Alter, was machst du? Ja, ich hab zu. Ja. Ja. Ich muss es mal probieren. Sie dürfen es gerne mal probieren. Erklär mir mal die Steuerung. Vorwärts, rückwärts, seitwärts an. Ah, okay. Und dann machst du aktivieren. Und wie schiebe ich Shit? Strippe oder halt. Alter, wie klettert er dann? Da musst du jetzt wieder nach unten und ach rüber. So, oh mein Gott, das ist ja nicht hin. Oh, falsche Taste. Oh. Fail. Lauf, 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 spring! Du meinst jetzt schon wieder falsche Taste. Spring, war das. Nee, keine Anspielung. Schieb, 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 schieb. Lauf, 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 lauf. Yay! Schieb, 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 schieb. Geh, 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 geh. Das checke ich jetzt über. Lauf! Ach so! Okay, okay, okay. Ja, das ist fair, Leute. Oh mein Gott. Ach so, das. Kannst du mal ein bisschen lauter machen? Ich höre das Ticken nicht. Das ist jetzt ein automatisches Ticken. Ach, das Geräusch ist das. Ah, ich weiß wieder, wie es geht. Das hat mir irgendwie. Ah, doch, das hat mir was gebracht. Ja, hat's. Boah, was ist das denn für ein Spaß, Alter? Das ist ja. Das frisst der Stückelt. Beine. Oh! Alter. Hui. Lauf, du. Das wird verdammt eng. Ich kann schon mal sagen, ah. Das hat wehgetan. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen. Ein little bit messed. Boah! Hä? Hat er mich getroffen? Du bist aber doch tot. Das hab ich auch gemerkt. Tschüss! Kannst du nicht. Jump! Oh. Sehr gut. Na. Oh, das ist ja doppelt mies. Bin gleich wieder da. Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier aus der Morden. Ja, komm, mach weiter. Okay, lock. Ja, ja, wir sind ja jetzt wieder da, bei uns war gerade. Ey, ich brauch schon das Mikrofon auch. Ja, aber ich brauch's mehr. Du brauchst gar nichts, du kannst nichts reden. Doch. Du musst spielen. Und sterb. Du stirbst aber sowas von krass. Niemals. Ist ja voll die Verarsche. Oha. Oh, schlecht. Das ist echt ein bisschen scheiße, finde ich.
Wieso klingt's schon wieder? Scheiß Tele. Also ja, komm, mach. Nee. Ich zocke, weiter. Ich bin gleich wieder da, nicht? Okay. Er ist gleich wieder da. Ihr habt's gehört. Jetzt muss er sich irgendwie allein unterhalten. Oh. Ich muss sagen, ich kenne das Spiel schon. Also, ich habe das schon auf der Xbox viel gespielt. Aber das Rätsel weiß ich manchmal immer noch nicht, wie ich das gemacht habe. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ah, oh, die Steuerung ist. Boah, ist das schlecht. Oh mein Gott. Oh meine Fresse, Alter, das ist ja lächerlich. Ach, weil ich in die falsche Richtung drücke. Wahrscheinlich deswegen. Fuck. Das ist jetzt gleich das Ende. Aber was soll ich jetzt machen? Ja, das Ende ist jetzt gerade. Was? Ja. Das Spiel ist aus. Ja. Du musst es jetzt halt noch miterleben. Jetzt kommt. Ja, ach jetzt kommt auch noch ein dritter Co-Moderator. Hallo, stellen Sie sich mal vor in dieses magische Gerät. Auch Headset genannt. Wir müssen ja hier gehen, was sagen. Ja, echt jetzt. Ja, wir nehmen gerade auf. Das passt schon, jetzt möchte ich wieder spielen. Ja, es ist vorbei. Was? Und ich sterbe jetzt? Siehst du gleich. Genieße diesen magischen Moment, mach mal lauter. Nee. Achso, die hören das ja normal, gell? Ja. Halt einfach die Fresse, damit sie das anhören können. Okay. Sollen wir Slow-Mo-Geräusche machen? Nee. Okay. Das reicht's. Was macht man so? Schmatz, nee. Wo ich das reingespielt habe, habe ich da fast weinen angefangen. Mehr habe ich nicht. Ja, so wie in Halo und in Halo. Ja, davor. Halo, ja. Leute, fliegt was weg. Ui. Das bringt nichts, wenn du auf den Monitor deutest. Ich weiß, aber ich wollte es dir zeigen. Aber wir können später mit unglaublichen Effekten einblenden, wo du gemeint hast. Oh, schau mal, ich wette, er bleibt sicher nicht genau an dem Lichtstrahl liegen. Glaube ich auch nicht. Wer fühlt es auf sich? Boah, aber das ist so cool. Und jetzt der Stock auf seinem Kopf. Sollen wir den Zuschauern auch eine Story-Erläuterung geben, worum es in dem Spiel gehen könnte? Außer um die Rätsel, weil das Spiel hat ja doch eine Geschichte. Das können wir in einem Extra-Part machen dazu, würde ich sagen. Okay. Mhm. Aber ich schätze mal erst danach, weil wir vermutlich den Zug um 5 nehmen. Ja, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Aber wen geht es jetzt da an? Keine Ahnung, die wissen eh nicht. Ja, okay, wir fahren heute wieder aufs Herbstfest. Fertig. Wenn der hier uns Rosenheimer hier. Wenn der uns. Ja, die sehen das eh nicht mehr, weil das Ding kommt erst in 2 Monaten. Hallo? Ja, lass halt mal. Der ist wieder auf, oder? Gibt's eigentlich noch irgendwann eine Fortsetzung? Limo 2? Weiß ich nicht. Steh auf. Ich glaube, er muss jetzt erst umfallen, bevor er wieder aufstehen kann. Ich kann nicht aufstehen, immer noch schlafen. Er ist so schockiert, dass die Glasscheibe jetzt kaputt ist. Mach die Augen auf. Junge! Blinzelt. Junge! Ey, ich steh wieder auf. Junge. Jetzt fängst du von vorne an, oder was? Nee, siehst du gleich. Ein harter Typ ist das. Ein ganz harter. Es ist Magic. Wieso läufst du in die Richtung? Ich gehe einfach mal so in die Richtung, um den Zuschauern die Frage abzunehmen, was jetzt wohl ist, wenn ich links lang gehe. Ach Wasser. So. Und zwei Schmetterlinge, die sich paaren wollen. Aha. Paarungsvorgang aktualisiert. Ja, ich glaub, 20%. Antifreeze. Ich mach dabei noch ein bisschen Jumpstyle. Jetzt schau, dass du durchkommst. Ja, ich mach doch. Dann hör auf zu jumpen. Ey, das ist halt mein krasser Style, ich weiß nicht, was ihr wollt. Das ist eine Lebensart, Alter. Jumper. Ja, Mann. Bist du ein Jump? Ja, fick nicht mit meinem Hobby. Achtung, jetzt kommt eine unerwartete Wende. Das ist doch die eine aus Mario. Das ist nicht Prinzessin Peach. Also. Von hinten. Das passiert gleich so auf einer Destination, like der Baum von oben fällt runter. Und sie dreht sich um, macht wow. Sie machen jetzt verrückte Sachen. Ja, das ist super. Black Screen. Es ist schön. Das haben sie weggeschnitten. Was? Jetzt was? Ja. Ich dachte, da kommt jetzt was Tolles. Nee, das ist die Story kann man sich ja.
Denken. Was sie will jetzt mit ihm. Nee, das ist ja nicht. Das ist seine Schwester. Oh, Inzucht. Naja. Hey, wir können jetzt, während der Abspann läuft, die Story. Nein, das müssen wir im nächsten Part machen. Warum? Deshalb. Ja, das dauert 2 Minuten. Sicher? Schauen nee, wir, dann machen wir mal ein Extra. Das ist mir wurscht. Also, die sind alle durchgestrichene Oster. Ja. Und ein komisches AE. Ja, das machen wir dann später. Habe ich schon erzählt, dass ich 2 Wochen in Schweden war? Nein. So, wir verabschieden uns. Servus. Fürs Erste. Moin. Und Moin. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Das habe ich schon so gut wie fertig. Was spielst du denn dort? Doodle Jump. Werde ich nie fertig werden. Nein, da kann ich euch schon mal so einen kleinen Inside Xbox geben. Und zwar genau das.